Hallo Leute, in diesem Video zeige ich euch, wie man unter einer Debian Shell Alias Befehle verwendet. Ein Alias ist quasi ein alternativer Name für einen Befehl oder eine Abkürzung, um einen längeren Befehl aufzurufen. Ich kann einen Alias zum Beispiel setzen, indem ich sage Alias LL ist gleich ls Leerzeichen minus l. Enter. Um jetzt vorhandene Alias aufzulisten, gebe ich einfach Alias ein. Wenn ich jetzt beispielsweise einfach ll tippe, passiert das gleiche, wie wenn ich ls minus l eintippe. Das Ganze gilt nur für eine Session, in der diese Shell jetzt offen ist. Wenn ich das Ganze dauerhaft haben will, muss ich eine spezielle Datei ändern. Die Datei befindet sich unter etc. etc. und nennt sich bash.asi. So, hier habe ich eine Textdatei. Schauen wir mal, ob ich sie ändern kann. So. Gut, diese Datei kann ich nicht ändern, weil nur der Root Zugriffsrechte drauf hat. Das lassen wir jetzt einmal so. Nur zum Verständnis. Es gibt unter Linux mehrere Dateien. Diese hier zum Beispiel legt fest, bei der Initialisierung der Bash Shell hier, welche Alias vergeben werden für den ganzen Rechner. Es gibt eine auch noch im Benutzerprofil, die legt es dann für den jeweiligen User fest. Es gibt dann noch eine andere, die befindet sich unter etc. Profile. Die sehen wir hier. Das ist eine allgemeine Initialisierungsdatei, die unabhängig von der Shell jetzt gilt. Schauen wir uns noch einen anderen Punkt an, die sogenannten Shell-Variablen. Ich kann einfach Variablen definieren, indem ich zum Beispiel sage, Variable ist gleich Inhalt. Ich nenne die jetzt beispielsweise Variable für Test ist gleich und schreibe hier rein Christoph für Bass. Enter. Ruf jetzt mit Echo Dollar var Test meine Variable auf. Ich kann natürlich auch Variable Name vergeben für mich und hier das Ganze speichern und mit Echo Dollar Variable Name mich wieder aufrufen. Mit Export und dem Namen der Variablen kann ich das Ganze vererbbar machen, das heißt, es wird auch in eine Subshell übertragen, falls ich eine starten sollte. Ich kann die Variable natürlich mit unset auch wieder löschen. Löschen wir jetzt beispielsweise mal die Variable test. Mit set kann ich mir meine Variablen anzeigen lassen. Hier werden noch ein paar andere Dinge jetzt angezeigt, die ich im Moment nicht sehen will. Dann sage ich env. Hier sehe ich jetzt einige vom System vergebene Variablen und hier aber auch meine eigens vergebenen Variablen. Schauen wir mal, ob ich mir die Variable path anschauen kann. In der Variable path unter Linux
finde ich quasi eine Liste von Verzeichnissen, in welchem die Shell von links nach rechts schaut, ob ein ausführbares Programm oder eine Datei drinnen ist, wenn ich keinen speziellen Pfad angebe. Der Unterschied zu Windows hier ist der, dass das aktuelle relative Verzeichnis nicht durchsucht wird, standardmäßig, außer ich setze eben zum Beispiel einen Punkt Backslash. Das Ganze hier ist mit einem Doppelpunkt getrennt. Also es fängt mit dem Bin an, User Local Bin, User Bin, nur Bin, User Local Games, User Games. Diese werden durchsucht. Diese Path-Variable kann ich natürlich auch anpassen und ändern. Will mein Programm eben zum Beispiel im aktuellen Verzeichnis starten, müsste ich das Ganze so eingeben.